Hallo und herzlich willkommen zurück zu Banishers Ghosts of New Eden und dem Beagle. So, ich soll hier irgendwen retten. Ein Geist hat gesagt, ich soll es schnell machen und ja, ne? Dann machen wir doch mal schnell. Hier ist doch, da ist was für mich. Das nicht. Fell. Jetzt habe ich wieder so Sachen, mit denen ich Leute zuschmeißen kann. Gut, ja. Weiter nach da oben oder da durch? Eine Höhle. Zumindest den Loot kann ich hier einsacken. Hm. Ah, okay. Das ist gar nicht schlecht, ne? Den kann ich nicht bewegen. Ah. Sack ein. Das wird aber vermutlich nur Fell sein, ja. Das heißt, ich muss nach hier hin. Der hier ist noch nicht lange tot. Hm. Hoffen wir, dass er es bleibt. Oh, wow. Irgendwie, obwohl ich jetzt einen Wolf habe heulen hören, muss ich gerade an What did the fox say? Ring ding 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 ding. Wie angefordert enthält diese Lieferung folgendes: 3 neue Messerschnüre, ein Riemen für ein Aufzugssystem, 2 Fässer Lampenöl, 10 Spitzhacken. Alles wurde bereits im Voraus bezahlt, Davis. Okay. Hat trotzdem nicht funktioniert. What did the fox say? Sieht so aus, als wären sie überrascht worden. Ah. Warum hast du dich jetzt so komisch gedreht, Kumpel? Die Gegend hier scheint den Markierungen auf der Karte zu entsprechen. Noch mehr Tote. Wow, wow. Denkt ihr könnt es mit einem Geist aufnehmen? Ja, den mach ich. Mit ihr. Wunderbar! Noch mehr Spaß! Ah. Nein, nein! Schnell! Sie wird überrannt! Beeilt euch! Ja? Bin ja sofort da, Geist. Beruhige dich. Meine Güte. Aber hier oben könnte cooles Zeug sein. Shit, ey. Meine Gier, es tut mir leid, meine Gier. Aber das Spiel wird die ja nicht sterben lassen, das wäre eigenartig. Also kann ich meiner Gier, glaube ich, schon nachgehen. Da ist ein Überlebender, ihr müsst euch beeilen, sonst stirbt sie. Ja, aber da vorne ist ein Fragezeichen, da könnte richtig geiler Scheiß sein. Es ist kein geiler Scheiß, egal. Leichen. Wir könnten das, was ich hier versteckt, herbeirufen. Nein, können wir nicht. Aber wir könnten gucken, ob das hier klettern oder springen. Springen oder klettern. Wenn es springen ist, dann möchte ich da nicht hin. Einfach weil... ich nicht aus Versehen... Etwas versteckt sich. Etwas versteckt sich. Aber was denn? Da hinten. Ich hab's gesehen. Ich hab's genau gesehen. Oh, na gut. Das ist okay. Jetzt nehme ich noch das hier mit, was auch immer das ist. Kupfer. Kupfer kann ich euch mit zuschmeißen jetzt mittlerweile. Na gut, dann gehen wir mal die Überlebende retten. Ich meine, hier wird schon bis dahin jetzt nichts passiert sein. Oh, warte mal. Hier oben geht's auch noch lang. Da ist eine Tür, die Antia machen kann. Tür, ihr wisst, was ich meine. Holz. War ich das nicht schon immer? Sie wiederholen und wiederholen und wiederholen alles. Naja.
Ja, die Ressourcen waren es schon wert, nach hier oben zu gehen, wenn ich ehrlich bin. Das sind genau die, die ich brauche. So, jetzt kann ich die Überlebende retten. Echte Konsequenzen wäre jetzt natürlich, wenn sie tot wäre, ne? Aber das ist vom Spiel ja nicht vorgesehen. Der Geist muss auch frustriert sein und sagt so, sind die doof, haben die mich nicht gehört, sehen die mich nicht? Was ist deren Problem? Warum retten die nicht? Ja, das dachte ich mir, dass es gibt. So leicht wie von einem Baumstamm zu fallen, nachdem man von einem irrwischen Ackerschuss erschreckt wurde. Was? Das lässt du mich nie vergessen, was? Ich weiß nicht genau, wo ich hin soll. Ich hab's zwar gehört. Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalten kann. Hilfe ist unterwegs. Ich bin da, Ja, dann schrei doch nicht so. Ich bin schon den Weg irgendwie. Kommt her, wenn ihr euch traut! Halut! Nee. Das kann er einfach machen. Die schafft das schon, bis ich... Oh no. Sorry! Bin hier! Bin hier! Bin hier! Bin da! Mein Bolzen ist hinüber! Hinter dir! Oh nein, so ein großer? Natürlich so ein großer. Ich glaube, der kann uns nicht sonderlich heilen. Hier sind noch mehr. Der Film hat eine Leiche entdeckt und will sie für sich haben. Oh Gott, nein. Den hatten wir ja schon. Ich hab hier was für dich. Mit freundlichen Grüßen, mit freundlichen Grüßen. Ach. Das, obwohl die Waffe noch nicht aufgelevelt ist. Okay, noch einmal. Wow, der war jetzt erstaunlich schnell. Sicher, dass du nicht verletzt bist. Mir geht es gut. Entspann dich. Na gut, wenn ihr entspannt seid, dann bin ich auch entspannt. Denn dann kann ich den Loot hier noch einsammeln. Die müssen sich auch denken, so haben die gar kein Interesse an mir oder wie? Kinderleicht. Kinderleicht. Wenn wir nur Kinder wären. Das war doch für sie kinderleicht. So beschwer dich nicht. Na gut, jetzt gehe ich mal zu denen hin. Habt übrigens gut durchgehalten. Respekt mit euch. Aber hinter euch ist noch Loot. Das ist wichtiger. So, jetzt kann ich mit euch reden. Hallo. Gerade rechtzeitig. Ihr müsst Haskets Verbanner sein. Vielen Dank. Vielen Dank euch beiden. Ihr könnt mich sehen. Glasklar. Ich sehe ja auch mein... Das ist mein Mann. Ich bin Herrn Priest. Antea Duarte. Das ist mein Partner, Red McGrath. Selten, dass die Lebenden die verweilenden Toten sehen können. Ich weiß nur noch, nach 7 langen Jahren Trauer wurde ich eines Tages wach und mein Sebastian war wieder da. Es war, als ob meine Gebete endlich erhört worden wären. Das war mir genug. In Zeiten der Gefahr ist es meine Pflicht, die Frau, die ich liebe, zu beschützen. Ihr versteht bestimmt. Sieben Jahre? Warum kehrt ihr gerade jetzt zurück? Es hat sich nicht wie 7 Jahre angefühlt. Plötzlich rief mich ihr Schmerz zu ihr. Göttliche Fügung oder nicht? Was zählt ist, dass mein geliebter Sebastian wieder bei mir ist. Jetzt, wo ich ihn am dringendsten brauche. Andrew White schickt uns. Er dachte, ihr würdet in Schwierigkeiten stecken.
Offensichtlich habt ihr euren Schutzengel gebraucht. Wir hätten mehr als einen gebraucht. Dank euch können wir die Vorräte des Lagers auffüllen. Matthews und Williams sind nicht umsonst gestorben. Es war eine riskante Mission, aber Helen hatte keine Wahl. Würden sich die Überlebenden nur auf Pennington verlassen, wäre das Fort längst verloren. Mag sein. Schwierige Entscheidungen sind mitunter nötig. Das erfordert Mut. All der Mut in der ganzen Welt nützt nichts, wenn ihn nicht auch die Befehlshaber aufbringen. Pennington eiert rum, während Monster das Fort unerbittlich belagern. Eins ist klar. Die Toten nagen am Gewissen des Captains. Falls er überhaupt eins hat. Warum das? Vor 7 Jahren suchte eine Seuche New Eden heim. Pennington sonderte die Erkrankten in den Minen ab, mauerte sie ein. Es waren finstere Zeiten, harte Zeiten. Niemand wusste, was der nächste Tag bringen würde. Wir haben alle viel verloren. Zu viel. Als stellvertretender Kommandant blieb Sebastian freiwillig, ließ sich mit den anderen einmauern und hielt am längsten durch. Er starb als Held. Und jetzt erheben sich die Ausgestoßenen. Sie verlangen nach Rache. Wer könnte es ihnen verübeln? Ich habe sie sterben sehen. Soldaten, Minenarbeiter, krank, hungrig, um Hilfe bettelnd, die niemals kommen würde. Captain Pennington hat viel Blut an seinen Händen. Mein Beileid. Ihr habt viel durchgemacht. Haben wir. Machen wir. Und wir werden bis zum Sieg durchhalten. Leute. Wenn man Leute, die eine Seuche Weg haben, zum Vormachen. Loswerden möchte, gibt es humanere Methoden. Es gibt deutlich humanere Methoden. Ihr seid also die Hauptcharaktere, okay? Ja, okay. Das heißt, das Monster ist aus den Minen. Ich habe uns eingesperrt, als ich den Riegel demoliert habe. Wenn es einen Ausweg gibt, finden wir ihn. Ich wollte gerade sagen, Auftrag. Ist besser als jede Kanone. Beeindruckend. Ihr Verbanner seid echt erstaunlich. Das ist alles ein Teer. In der Infanterie meines Vaters war auch ein Verbanner. Gut für die Moral, meinte er. Na. Soldaten tragen ihre Geister normalerweise mit sich. Krieg ist gut für unser Geschäft. So habt ihr euch wohl kennengelernt. Ich erkenne Soldaten daran, wie sie kämpfen. Oh, danke. Ich war nie bei der Armee, aber ja, so etwa. Ich muss auch sagen, mir gefällt, dass deren Liebesgeschichte nicht zu schnulzig erzählt ist. Wir kommen wieder, mein Freund. Sondern, dass sie wirklich einfach wie ein sehr liebendes Ehepaar wirken. Das zusammen den gleichen Job erledigt hat. Könnte das der Ort sein, der auf der Karte ist? Ich nehme an, ich soll. Ich so. All das für 2 jämmerliche Pulverkisten. Wie tief wir durch Pennington gesunken sind. Wenn ihr ihn nicht ausstehen könnt, warum seid ihr ihm gefolgt? Ich folgte seinem guten Ruf, aber er ist nicht mehr derselbe. Was würdet ihr an seiner Stelle tun? Das, was ich tue. Er sitzt hinter seinen Mauern und wartet darauf, dass sie fallen. Ich kämpfe hier draußen ums Überleben. Wir kämpfen um unser Leben und der Captain ist im Weg. Diese inneren Spannungen sind ein Risiko für die Sicherheit des Forts. Ein notwendiges Risiko für das Überleben aller. Aber es stimmt, das muss aufhören. Wenn er mit in den Minen gestorben ist, der Dude von ihr. Lass da. Die Kisten hier. Ich schicke jemanden, um sie zu holen. Ja. Der Weg sollte sicher sein. Wir haben die Gegend von Schemennestern gesäubert. Dem Himmel sei Dank. Folgt mir. Warum ist er dann... Also ich gehe davon aus, dass das Monster jetzt aus den Minenarbeitern entstanden ist. Dann frage ich mich schon, warum der Ehemann von ihr nicht mit dabei war. Sondern der bei ihr ist. Der muss mit sich im Reinen irgendwie gestorben sein, so doof es klingt.
Aber auch in dem Wissen, was der, naja, Pennington da getan hat. Wie gesagt, wenn man Leute, die eine Seuche haben, loswerden möchte, gibt es deutlich sanftere Methoden. Allein ein Kopfschuss wäre sanfter gewesen. White! Mach das Tor auf! Freeze! Worauf wartet ihr noch? Mach das Tor auf! Ich darf rein! Die schubst. Geht zu Pennington. Überzeugt ihn, wenn ihr könnt. Wo finde ich ihn? Er versteckt sich in seinem Büro. Dort findet ihr ihn. Oh, Jericho. Was haben wir denn hier jetzt alles? Wir haben... Ach, so viel. Shit, ey. Wir gehen erstmal zu dem Fragezeichen. Das ist nämlich dort... Wo sind die anderen? Williams und der andere Bursche. Matthews. Ein Hinterhalt. Sie sind gefallen. Möge Gott ihnen gnädig sein. Möge Gott ihnen gnädig sein, ja. Kann man so sagen, aber... Mögen sie einfach auf ewig Frieden finden. Das ist, glaube ich, der deutlich angenehmere... Kriege ändern sich nie. Gibt es einen guten Grund, einen Krieg zu beginnen? Ja, sagen die Könige. Nein, sagen die Witwen. Wen kümmert es, sagen meine militärischen Lehrer. Denn wir sind Soldaten, die für das Kämpfen, Töten und Sterben bezahlt werden. Hätte der Krieg mit Indianern vermieden werden können? Möglicherweise, aber es wurde zu viel Verrat begangen und zu viel Blut vergossen, um jemals Frieden zu schließen. Wir haben als gottesfürchtige und aufstrebende Nation versagt. Und von Leuten, die nie die Leichen von Frauen und Kindern, von Kolonisten und Eingeborenen in den verbrannten Ruinen ihrer Farmen und Dörfern in der regnerischen Morgendämmerung gesehen haben, können ich für die Schreiben diese Zeilen verurteilt werden. Ich gehöre zu den Soldaten, die nach dem Massaker nach Bloody Brook geschickt wurde, um die Leichen zu zählen. Ich gehörte zu denen, die in der großen Sumpfschlacht von 1675 gekämpft haben und auf dieses Gemetzel bin ich nicht stolz. In meinen Träumen werde ich heimgesucht. Ich hoffe aufdringlich, dass das neue Kommando, das ich in New Eden angetreten habe, mich von jedem neuen Krieg fernhalten wird, den ich zu gewinnen habe. Ja, wem nutzt Krieg, ne? Wem nutzt Krieg? Meistens denen, die nicht daran beteiligt sind. So blöd es klingt. Man schickt Tausende von Menschen in den Tod, während man außen vor sitzt. Oh Gott, nee. Und sich denkt, ja, wenn meine Leute den Job erledigen und den Krieg gewinnen, dann ist schon geil für mich, ne? Sehr geehrter Mr. Matthews, ich schreibe euch in der Hoffnung, dass euch dieser Brief baldigst erreichen wird, mit welchem ich euch leider über den tragischen Tod eures Sohns Elliot informieren muss, der kürzlich an den Hängen von Mount Jericho ums Leben kam. Auf einer Exkursion in die Wildnis, um nach Munition zu suchen, wurde er junge Matthews und seine Kameraden von Feinden angegriffen. Es betrübt mich zutiefst, euch mitteilen zu müssen, dass alle dabei ihr Leben lassen mussten. Euer Sohn sprach von seiner Familie, vor allem von euch, seinem Vater und insbesondere von seinem geliebten Schwester. Er sollte wissen, dass Elliot als Held starb. Hochachtungsvoll und tiefster Trauer, Andrew White. Okay, aber was habe ich hier gefunden? Ich muss nach oben? Komm ich jetzt nochmal nach oben? Nö. Shit. Natürlich kann er nicht darunter. Er kann nur die Treppe runtergehen. Das ist auch sowas, was mich stört. Es hätte jetzt nicht geschadet, wenn er da einfach hätte runtergehen können. Hier irgendwo ist ein Händler. Eine Händlerin? Hallo? Seid gegrüßt. Willkommen in Ingersolls Gemischtwarenladen. Ich bin Bathsheba Ingersoll, die Besitzerin. Was darf sein? Ein Kamm vielleicht? Ein Kamm? Guter Witz. Red McGrath, freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Ich hatte mit eurer Freundin Miss Duarte das Vergnügen in New Eden Town. Mein allerherzlichstes Beileid.
Sie schien eine so lebhafte, entschlossene junge Frau. Und sie wollte der Stadt ebenso schnell den Rücken kehren wie ich. Erzählt mir von eurem Laden. Von euch. Ach doch, unser Laden in Boston war damals riesig und fein. Aber das Feuer am North Square im Jahre 91 hat ihn verwüstet. Wir sind mit Nathaniel nach New Eden. Aber bevor Nettie wieder zurückkehren konnte, starb mein Gatte. Dann kam der Fluch. Und jetzt sind wir hier. Willkommen bei Ingersolls in Fort Jericho. Ihr wolltet nie etwas anderes tun? Mein Gatte war erfolgreich und wohlhabend. Ich war jung und klug. Wir waren füreinander geschaffen. Er hat mir alles beigebracht. Dieser Laden ist mein Geschäft. Mein Vermächtnis. Meine Geschichte. Wir sind unzertrennlich. Ich führe diesen Laden nicht nur gern, sondern mit Liebe. Na gut, dann sag mal, was du hast. Wollen wir Handel treiben? Das sollten wir durchaus, mein Herr. Was interessiert euch? Es kommt doch an. Was ist das? Grab der Ruhe. Rote Göttin. Oh Gott, nee, Abklingzeit höher ist kacke, wenn ich ehrlich bin. Oh, muss mich gerade mal anders hinsetzen. Geisterpick. Je niedriger die Geisteranzeige, verstehe ich nicht so ganz mit der Geister. Also ich spiele das ja nur wie lange schon? Du hast leider nichts, was mich interessiert, wenn ich ehrlich bin. Was kann ich dir denn verkaufen? Ich habe 200 und noch volle, ne? 400. Also wenn ich so ein bisschen was davon verkaufe, geht das auch ein bisschen schnell. So 100 könnte ich ja verkaufen. Ja. Dann habe ich immer noch genug. Wir sind neutral zueinander, okay. Ich muss mich verabschieden. Und möge Gott euch leiten. Ich will gar nicht von dem geleitet werden. Ich kann mich schon selbst leiten. Kein Ferdinando hier. Ferdinando. Ach, die kenne ich ja. Ja, ja. Aber das da nervt mich. Das nervt mich. Ich war da oben und hab's nicht gefunden. Unmöglich. Jetzt gehe ich nochmal da rein. Ferdinando. Warum muss ich jetzt an das Lied denken von zwei? Hier? Höher? Tiefer? Oh, die Truhe. Ist die Truhe damit gemeint? Kein Schlüssel. Dafür benötigen wir einen Schlüssel. Na gut. Den finde ich bestimmt noch. Ich will mich trotzdem mal hier umsehen, ohne aus Versehen. Ein Laden? Ferdinandos? Probieren wir es doch mal. Geschlossen. Sind wir hier richtig? Versuch. Jemand zu Hause? Keiner da. Papiere mit Millers Namen drauf. Hier sind wir richtig. Schau dich weiter um. Fadi liest auf Englisch. Sehr viel, wie es scheint. Nun, niemand ist perfekt. Er ist sehr ordentlich. Unordentliche Händler machen Verlust. Ein Stück Holz, das zu einem Amulett geschnitzt wurde. Es ist jedoch unvollendet. Er stellt Schutzamulette her. Nutzlosen Krimskrams wohl eher. Er gibt sich Mühe, sie von sich fernzuhalten. Vor was hat er Angst? Was wissen wir nicht? Durchsuchen wir den Laden. Was ist das? Eine Kalimba. Ein Musikinstrument. Das ist Bantu. Aus Südostafrika. Was die Gute alles so weiß, ne? Nee, nee.
Ich kann den Ring verbessern und die Waffe verbessern. Das ist gar nicht so schlecht. Dafür fehlt mir was und das will ich mir eventuell nächste Folge holen. Ferdinando. Abgeschlossen. Komme ich dran vorbei oder muss von hinten? Okay, ich verstehe. Waren zum Handeln? Es ist alles noch verpackt. Vielleicht möchte er weiterziehen. Wer könnte es ihm verdenken? Ich glaube eher, dass der Scheiße macht, aber ist okay. Ich mag mich gerne irren. Okay, mal schauen. Waren von überraschend guter Qualität. In New Eden kann es kaum noch... Mensch, es scheint ihm finanziell erstaunlich gut zu gehen. Wo hat er bloß all das Zeug her? Ich, Fräulein Rebecca Hargrave, in der Stadt New Eden, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, habe die feste Absicht, Ferdinando Miller im Falle meines Todes meinen gesamten Besitz zu vermachen. Oh. Rebeccas Testament. Sie war reich und hinterließ ihm alles. Da hat er also die ganzen Waren her. Ja, die Liste stimmt mit den Verkaufsunterlagen überein. Wenn ihr mein Geld anrührt, seid ihr tot. Was tut ihr hier? Rauben, würde ich vermuten. Ich bin kein Dieb, Mr. Miller. Ich bin der Verbanner. Ich habe Helen Priest zurück zum Fort gebracht. Ein Verbanner? Diebe sind geübte Lügner. Woher kennt ihr meinen Namen? Es gehört zu meinem Geschäft, sowas zu wissen. Red McGrath. Wenn ihr ein Verbanner von Geistern seid, dann seid ihr hier richtig. Ich habe Geld. Ja, ich bin Rebecca bereits begegnet. Sie war es, die mich geschickt hat, euch aufzuspüren. Sie sorgt sich um euch. Sie sagt, sie liebt euch. Die Engländer nennen das Bockmist. Wenn es keine Liebe war, warum hat sie euch dann ihr Vermögen hinterlassen? Was kümmert euch das? Es ist irrelevant. Ihr seid ein Verbanner. Es ist eure Aufgabe, sie loszuwerden. Könnt ihr euch nicht darauf konzentrieren? Immer mit der Ruhe, Mr. Miller. Ich muss zunächst Rebeccas Hab und Gut betrachten. Ich habe es verkauft. Alles. In der Tat? An wen? Keine Ahnung. Irgendjemand. Ich habe es aufgeschrieben. Ist in der Kasse. Lest es, wenn ihr wollt. Zwei kürzliche Transaktionen. An den Schmied und an Ingersolls Laden. Was hast du denn für Waren? Eure Waren sehen interessant aus. Lasst uns handeln. Nun sprecht ihr meine Sprache, mein Freund. Alter, du hast nur Scheiße. Ihr habt euch wahrlich Mühe gegeben, euer Zuhause zu schützen, nicht wahr? Ihr habt ohne meine Erlaubnis in meinem Haus herumgeschnüffelt. Ich weiß, was ich tue. Ich will mal großzügig sein. Nichts davon bringt auch nur das Geringste. Der Kranz nicht, das Amulett ebenso wenig, nichts davon funktioniert. Aber es sieht hübsch aus. Die Brosche funktioniert. Stimmt, sie kam nicht mehr zurück. Endlich schlafe ich wieder. Ich höre, wie sie mich ruft. Meinen Namen flüstert. Ich wache auf und sie liegt neben mir. Unsere Blicke treffen sich. Sie starrt mich an. Sie will mich nicht zufrieden lassen. Sie ist eine Nkishi, ein Dämon. Verbannt sie! Ich bezahle euch. Ich brauche das Geld. Abgemacht. Lebt wohl, Mr. Miller. Warum? Ihr wisst, wo ihr mich findet. Wenn ihr Waren sucht, kommt zu mir. Ich weiß ja nicht, Leute. Ich weiß ja nicht. Also er hat alles verkauft. All ihre Sachen. Und zwar ziemlich schnell. Weshalb die Eile? Wenn wir ihre Sachen aufspüren, verraten sie es uns womöglich. Nee, das ist falsch. Ich möchte jetzt noch ganz schnell die Bleibe finden. Die da. Und nächste Folge machen wir dann weiter
Mit der Untersuchung. Wer bist du? Guten Tag, der Herr. Nathaniel Sather, zu Diensten. Wie kann ich euch behilflich sein? Das bleibt abzuwarten, Mr. Sather. Red McGrath übrigens, der Verbanner. Wenn ich schon mit ihm rede. Ich hörte, dass ihr einige Sachen von Ferdinando Miller erstanden habt. Dürfte ich sie mir vielleicht ansehen? Oh, die Gemälde. Ja, da müsst ihr sogar einen Blick drauf werfen. Sie sind wunderschön. Und zu einem äußerst attraktiven Preis zu haben. Wenn ein Mann wie ihr eine Sache hier draußen in den Bergen braucht, dann sind es Gemälde. Ich muss los. Danke für eure Zeit. Gebt auf euch Acht und keine Ursache. Ja. Schlüssel zum Militärarsenal. Oh, ich bin aber schon bei 30 Minuten. Was? Ich kann nicht in mein... Aber ich will schlafen. Scheiße. Na gut, ihr Lieben, ich würde sagen, ich mache dann hier einen Cut rein. Ich hole mir jetzt noch... Die steht da einfach so und wartet. Warum darf ich denn nicht... Ich verstehe es nicht. Warum darf ich nicht... Ich mach dann hier einen Cut rein. Ich hole mir jetzt noch die Truhe. Dann lasse ich es drauf ankommen, wo es speichert, wenn ich ehrlich bin. Aber ich dachte wirklich, ich komme zu dem Lagerfeuer. Aber gut, sei es drum. Haut rein!